Der vierte und der letzte Tor ist Hakikat. Was haben wir gesagt? Schariat, Tarikat, Marifat und Hakikat. Das ist das letzte. Das hat auch 10 Bereiche. Was sind die 10 Stationen von Hakikat? Erstens, die Bescheidenheit bewahren und mit der Vorherbestimmung, die einen trifft, zufrieden sein. Tawakkul. Es gibt doch dieses Dua, was man sagt, Rabbim hayrlis senese onu versin. Das, was gut ist oder Chayr ist, soll unser Herr uns geben. Das ist ein sehr hartes Dua. Weil du weißt gar nicht, ob du das aushalten kannst manchmal. Weißt du gar nicht, was Chayr für dich ist, was gut ist. Vielleicht kommst du morgen 30 Jahre ins Gefängnis und das war gerade gut für dich gewesen. Dann leb das mal durch. Aber das war Chayr für dich gewesen. Vielleicht setzt du dich heute im Flugzeug, das Flugzeug stürzt ab. Das war gerade Chayr für dich gewesen. Wann hättest du 3 Tage weitergelebt, wärst du vielleicht ein Kafir geworden. Du weißt nicht, was Chayr ist. Du bekommst heute ein Kind, er stirbt. Das war Chayr für dich gewesen. Deswegen, oh unser Herr, gebe uns, was Chayr ist. Es ist ein sehr hohes Dua, ein sehr edles, aber ein sehr gewaltiges Dua. Also deswegen an die Vorherbestimmung, die einen trifft, zufrieden sein. Zweitens, sich auf seine eigenen Taten konzentrieren und nicht die Menschen mit ihren guten und schlechten Taten verurteilen. Drittens, die Gaben, die Allah einem beschert hat, auf seinem Weg wieder ausgeben und darunter das Hab und Gut mit anderen teilen. Also wenn du dich abends an einen Sofra, auf einen Tisch setzt, mit anderen zusammenzusetzen. Viertens, die Erkenntnis der eigenen Endlichkeit und die Erkenntnis, die Unendlichkeit in Allah zu finden. Achtung. Fünftens, kein Geschöpf irgendeinem Schaden zu fügen. Keinen Geschöpf irgendeinen Schaden zu fügen. Sechstens, die Wahrheit sagen und danach handeln, egal was passiert. Der sechste Punkt, die Wahrheit sagen und danach handeln. Egal was passiert. Das hört sich so leicht an, die Wahrheit sagen und danach handeln. In einem Orden musst du auch immer die Wahrheit sagen und danach handeln. Deswegen, auch wenn es wie Abu Dharr ist oder viele andere Sahabis, egal was passiert, du musst die Wahrheit sagen. Weil wenn ein Alim einen kleinen Fehler macht, wird das später radikale Folgen haben für die Geläute. Deswegen ist das sehr, sehr wichtig. Siebtens, das Handeln auf dem Wege eines Rechenschaften zu Allah subhanahu wa ta'ala. Das ist ein sehr wichtiger Begriff. Das sammelt eigentlich alles zusammen. Wir nennen das Seyru Suluk. Nochmal, der siebte Punkt bei dem vierten Tor. Das Wandeln auf dem Wege eines Rechenschaften zu Allah subhanahu wa ta'ala. Wir nennen das in diesem Fiqh Seyru Suluk. Yani sich weiterentwickeln. Auf bestimmten Situationen und Stationen. Allah sagt im Koran, لَتَرْكَبُنَّ تَبَقًا عَنْ تَبَقٍ. Wir werden euch von Station zu Station bringen. Am Anfang warst du Essen gewesen. Danach wurdest du zu Spermien. Danach wurdest du zu einem Embryo. Dann wurdest du zu einem Menschen. Dann wurdest du zu Erde. Dann wurdest du zu Staub. Dann wurdest du zu nichts. Und dann wirst du wieder zu einem Menschen werden. Das ist auch Seyru Suluk. Und der Mensch soll in diesem Leben auch Seyru Suluk machen. Das heißt, wenn dich ein Wissender an der Hand packt, wie in der Reha, und entwickelt dich geistlich und körperlich weiter, das nennen wir Seyru Suluk. Und dieses Weg von Seyru Suluk, das gibt es bei den Freimaurern mit diesen 33 Graden, die nennen das Seyru Suluk, bis zum 33. Grad. Zum Schluss bist du ungläubig. Bei uns ist es so, dass du immer mehr die Erleuchtung bekommst und irgendwann Haqqal Yaqin wirst. Das ist Seyru Suluk. Jede Unterrichtsreihe, sogar das Koranprojekt ist eine Art Seyru Suluk. Du kannst nicht sagen, Koranprojekt, ich höre mir 230 bis 240 an. Es ist Seyru Suluk. Von 1 bis zum Schluss. Weil nur durch den Geist der Wanderung erkennt man erst oder kommt man auf bestimmte Sachen. Nicht durch irgendwelche Sachen, die einen passen, herauspieksen. Eine Sache im Kontext zu verstehen. Und dieser Kontext und einen Geist einer Sache ist auch der Begriff inbegriffen, Seyru Suluk. Und den gehst du nicht alleine, den gehst du mit Muslimen zusammen. Fetruli fi ibadi, fetruli jannati. Geh rein in meine Diener und geh rein in mein Paradies. Deswegen, der Weg zum Paradies ist durch die Menschheit. Aber indem wir durch die Menschheit zusammen, mit der Menschheit gehen, sind wir in der Menschheit alleine mit Allah zusammen. Halkın ortasında hakla beraber, sagen wir. Mit der Bevölkerung, mitten in der Bevölkerung, aber mit Gott zusammen.
Oder mit der Gemeinschaft zusammen, mitten in der Gemeinschaft, jedoch mit Gott zusammen. Oder wie man heute auf der Straßensprache sagt, mittendrin, anstatt dabei zu sein. Deswegen ist das hier sehr, sehr wichtig, das Wandeln auf dem Weg eines Rechenschaffenden zu Allah. Der achte Punkt, die wahre Bedeutung des Wissens lernen und dabei die übernatürlichen Taten, also Keramet, wenn die einen treffen sollten, verheimlichen. Keiner, der Keramet zeigt, sollte sie nach außen zeigen, denn das macht das Nefis letztendlich kaputt. Neuntens, das vorletzte inshallah, weil das sind die Grade der Illuminaten, der islamischen Illuminaten. Ihr seht, dass für eine positive Sache eigentlich in jedem einzelnen Punkt drin ist und dass das letztendlich alles Koran und Sunna ist. Geduld, Standhaftigkeit, das Treffen auf die Liebe Allahs, das nennen wir Wuslat, der Monotheismus, der Tawhid und die Anflehung Allah gegenüber bewahren. Das heißt auf Arabisch Sabr, Wuslat, Tawhid, Munajat. Das ist der neunte Punkt. Das muss ein Mensch immer bewahren. Sabr, die Standhaftigkeit, Wuslat. Wuslat ist der höchste Punkt, den der Mensch erreichen kann auf dieser Welt. Das heißt, was heißt das? Das heißt, du triffst auf die Liebe Allah zusammen. Kennt ihr das Spiel Arif Lenin Satranje? Das Schach der Gelehrten? Guckt euch mal Arif Lenin Satranje an. Das ist ein 800 Jahre altes islamisches Schachspiel, in Anführungsstrichen, was sich der Schach der Urafa, der Erkenntnisreichen, macht. Das habe ich zu Hause. Und da ist der höchste Punkt, den du erreichen kannst, Muslat. Muslat. Das heißt, du triffst mit der Liebe Allahs letztendlich zusammen. Das war das Vorletzte. Und das Letzte ist, inshallah ta'ala, Zeugnis für die Reflexionen, also Tajalliyat Allahs abgeben. Das heißt Mishahede. Und das nennen wir Haqqal Yakin. Und wisst ihr, was das ist? Der zehnte und der letzte Punkt. Das ist die Eingabe des Wissens namens Ladun Mawhibah. So sagt Allah im edlen Koran, فَوَجَدَ عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا. Und so trafen sie auf unseren Diener, also Moses und Joscha. Sie trafen Ibadina, zu unserem Diener, ja, Khidr alaihi salam. Ateinahu rahmatan min indina, wir haben ihm eine Barmherzigkeit von uns gegeben. Wa'allamnahu, und wir haben ihm beigebracht, min ladunna ilma, ein Wissen von uns, also ein Ladun-Wissen. Wer hat dieses Ladun-Wissen bekommen? Khidr alaihi salam. Es gibt im Islam zwei Arten von Wissenschaften. Zwei Arten. Kesbi und Wahbi. Merkt euch das, ne? Kesbi ist eine Wissenschaft, mit der du heute beginnst zu lernen und hörst morgen auf. Ja? Arabisch zum Beispiel. Du fängst heute an, oder? Hörst morgen auf. Hadith, Tafsir, Kalam, Sunna, Ahadith, Fiqh, egal was es ist. Mathematik, Biologie, alles. Botanik. Du fängst an und hörst auf. Aber du strengst dich dafür an. Das nennen wir Kesbi-Wissenschaft, also die du erlangen kannst, gewinnen kannst, Kesbetmek. Aber dann gibt es eine Wahbi-Ilimschaft, Wahbi. Das heißt, du machst gar nichts mehr, du bekommst sie eingegeben. Du musst dich nicht mehr hinsetzen und lernen. Du bekommst sie eingegeben von Allah. Und so sagen wir im Islam, ich weiß jetzt die Quelle nicht, diejenigen, die mit dem handeln, was sie wissen, den werden wir beibringen, was sie nicht wissen. Kim bildiyle amel ederse, ona bilmediklerini de öğretiriz. Und das machst du nicht mehr. Zum Beispiel, dein Vater ist gestorben, und er hat dir Millionen von Euro vererbt. Das ist sowas zum Beispiel. Du bekommst eine Wissenschaft, die du nicht mehr denkst, das kommt eingegeben. Und das nennen wir im Islam die Ladun. Wobei Ledun eigentlich von ihm heißt, eine Ledun, eine von ihm, singst. Das hat sich als ein Wort herauskristallisiert, also Mehibe Ilme, das ist nicht mehr Kesbi. Und das ist der zehnte und der letzte Punkt, das ist das Wissen, was Khidr alaihi salatu wassalam auch bekommen hat. Achtung, um das Thema abzuenden, komme ich zum letzten Thema inshallah. Auch Moses hat von Allah Wissen bekommen.
Jetzt hat doch Moses ein Wissen von Allah und Hidr hat ein Wissen von Allah. Welches Wissen ist höher? Das werden wir doch gar nicht diskutieren. Moses bekommt das Wahi und Hidr bekommt Leddün. Beides ist die Quelle Gott. Auch Moses hat von Allah Wissen bekommen, welches wir Wahi bzw. Offenbarung nennen. Achtung! Zu dieser Geschichte, da habe ich beim Kefsu-Lesse nicht dazu gefügt, das füge ich jetzt von meiner Seite aus zu. Dabei ist die Offenbarung mit den Propheten begrenzt, weil Wahi kann nur ein Prophet bekommen. Jedoch das Ledun und das Mevhibe-Ilm ist nicht mit den Propheten begrenzt. Jeder von uns kann ein Ledun-Ilm bekommen. Kann. Dafür muss aber erstmal Kesbi-Ilm wissen. Und das ist nicht so knapp. Und das Wissen reicht nicht. Ja. Du musst ja danach handeln. Nur der danach handelt, dem wird ja Allah das geben, was er nicht weiß. Wenn du alle Wissenschaften kennst und handelst nicht dafür, dann wirst du gar nichts bekommen. Wenn du aber alles verhandelt, wird Allah dir geben, was du nicht weißt.